Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man glaubt es kaum, ich lebe noch. Auf YouTube zumindest. Ich sage einmal so, hätte der Herr Prohaska gesagt. Na, hat er natürlich nicht gesagt. Jetzt im Moment nicht, weil die WM ist vorbei, meine Damen und Herren. Falls ihr es mitgekriegt habt, Frankreich ist der Weltmeister. Ich bin ganz unparteiisch, weil wir jetzt keine Feinde kriegen. Sie haben es verdient gewonnen, sie haben gewonnen, also haben sie das gewonnen. So ist es mal so. Das gehört zu seinem Sport. Aber gehen wir mal weg von der WM, die juckt jetzt eh kann. Lange ist es her, da habe ich ein Video gemacht. Und jetzt geht es natürlich weiter. Normalerweise denkt man sich, ich wollte ein Trottel, Blöder. Du wolltest in die ganzen Ferien jeden Tag ein Video machen. Naja, sind die Ferien vorbei? Nein. Also, wir haben heute den, wenn es mich nicht täuscht, das muss ich kurz nachschauen, den 16. Juli. Ich sag einmal so, da haben wir ja noch 1,5 Monate vor uns. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Das schaffen wir schon. Sonnenblumen. Aber die sind uns jetzt wurscht. Jetzt geht's ums Video. Na, jeden Tag ein Video. Ich würde sagen, beginnen wir langsam. Machen wir jeden Tag ein Video. Na, schauen wir mal, wie es sich ausgeht. Ich nehme jetzt das Video auf. Ich versuche es morgen in der Früh hochzuladen. Das heißt am 17. Juli. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ich würde sagen, ich lade immer alles um 10 Uhr oder so hoch, dass wir gleiche Zeit haben, dass sich alles schön ausgeht. Da stehen dann schon hoffentlich die meisten Jugendlichen auf. Eher erst um 12 Uhr, aber ist ja wurscht. Ich versuche natürlich jeden Tag super schönen Content zu machen. Heute haben wir noch nichts vor. Deswegen wird das eher heute auch irgendwas Video. Aber in den nächsten Tagen mit dem Grundrecht, falls den noch kennen, oder anderen Leuten, da kann es ganz lustig, schlupperdustig werden. Aber auf jeden Fall ist ja noch was zusätzlich dazukommen. Ich habe einen zweiten Instagram-Account, Hausmeister Radelt. Alle mal folgen bitte. Da geht es nämlich um das Radlfahren da. Und da, ich hoffe, das sieht man gescheit, ist so ein Kilometerzähler, Tempoablesser und alles halt. Da kann ich halt jetzt schauen, ja, jetzt fahre ich schon 2 Kilometer. Das ist ein super Maß für heute mal. Ich bin gerade erst losgefahren. Perfekt! So geht's weiter. Insgesamt habe ich jetzt schon seit 6 Tagen, die ich jetzt fahre, mit dazwischen ein paar Pausen, weil ich weg war, habe ich 170 Kilometer. Das ist nicht schlecht. Sieht man natürlich alles auch auf Instagram. Wird hoffentlich jeden Tag so ein Update gemacht. Was noch dazu kommt, was ich Ihnen allen gleich sagen kann, wenn wir schon beim Urlaub sind oder weg sind, dann sage ich es gleich, 1. bis 10. August bin ich nicht daheim. Da bin ich in Kroatien an der Donau. Nein, nicht an der Donau, natürlich nicht. Das Video können Sie aber gerne anschauen. Das wird da oben sein. Über den i-Button. Wenn ich mich jetzt vertan habe, dann natürlich da oben. Aber ist ja wurscht. Also auf jeden Fall. Wo waren wir jetzt eigentlich schon wieder? Ui, da ist Schwede. Ein Gedächtnis wie ein Händel. Naja, wurscht. Die essen wir halt gern. Für alle Veganer und Vegetarier, die da draußen sind, rächt sich nicht auf. Ich esse mein Fleisch, also esse ich es auch. Darum kann ich reden auch drüber. Also, das ist halt einmal so. Okay, ist ja egal. 1. bis 10. August bin ich in Urlaub. Ich weiß noch nicht, wie das gehen wird mit Videos hochladen und so weiter. Wenn du da gescheites Internet ist, ja. Wenn nicht, kommen dann halt 10 Videos an einen Tag. Wird ein bisschen viel zum Anschauen, vor allem wenn es schön ist. Will man ja nicht den ganzen Tag drinnen hocken. Aber es ist einmal so. Und weil es mir gerade so vorkommt, dass die nur blabern, blabern, blabern. Und das interessiert eh keine Sau. Der hat vorschlagen. Rundherum ist die Natur, die ist so schön, die zeigen wir jetzt. Haben wir eine schöne Summertime-Musik dazu und dann ist das ganz schön.
erklären. Österreich ist noch immer kein freies Land. Aber die Donau ist frei, weil sie darf sich frei bewegen, in welche Richtung sie auch will. Sie kann sich halt nur in eine bewegen, weil es der Wind so will. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, weil dieses Mal, wie wir vorhin schon gehört haben, ist der sogenannte größte, beste, allerschönste, kleinste Mann hier namens Kumprecht. Und er ist wieder am Start und wir haben gerade noch Datenschutz alles unterschrieben. Wir dürfen ihn wieder filmen. Wir haben jetzt Verträge unterschrieben. Naja, wir haben jetzt die besten Verträge unterschrieben. Prägenehmigung und so weiter. Deswegen kam nämlich kein Video. Nur, dass Ihnen das nochmal gar wird. Und jetzt sind wir bei der Donau. Sie bewegt sich noch immer. Da kommt das Schiff. Es bewegt sich auch noch immer, aber langsam. Weil es so deppert ist und gegen einen Strom fährt. Wir können ja auch nicht das Handy gegen einen Strom anstecken, sondern müssen es mit dem Strom anstecken. Das schaffen halt die Schiffe nicht, weil es deppert. Auf jeden Fall, wenn wir schon beim Strom sind, Gumprecht hat wieder sein Elektrorad. Ich habe wieder mein Rad mit dem Motor, ja, die Füße. Und wir haben heute, wie viel km haben wir heute schon geschafft? 45. Das war schon super. Meine Damen und Herren, machen Sie das mal ohne Motor, wie ich. Oder machen Sie es mal mit Motor, wie er. Dann sind Sie gut. Einfach bergunterfahren. Genau, so geht's auch. Aber das ist ja alles wurscht, das interessiert ja keine Sau. Wichtiger ist, es ist Sommer und jetzt kommen erst wieder Videos. Das heißt, meine Damen und Herren, wir machen jetzt Daily Vlogs. Daily Vlogs, aber die kommen halt nur wöchentlich. Ja, ja, genau. Nein, Spaß. Wir machen wirklich Daily Vlogs und diese kommen jeden Tag um 10 Uhr am Vormittag online. Machst du um 10 am Abend? Nein, 10 Vormittag. Dann wachen alle auf und schauen sich's gleich an. Und dann schlafen sie da ein. So ist es. Weil um 12 Uhr steht man dann erst wirklich auf, isst was Gescheites bei der Bäckerei Hausmannskost, die dann hier stehen wird, meine Damen und Herren. Aus dem Block, da fräsen wir sowas raus. Ja, ja. Und dann sind sie munter und können mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren wie wir. Und am 17. August gibt es ein Fan-Treffen. Merken Sie sich das. Meine Damen und Herren, wir waren gerade in Wolfsthal, jetzt fahren wir wieder heim. Da hinten ist eine Stadt, das ist schon Bratislava. Ja, die deppert. Na, Spaß an ihr Leibern. Wir dürfen ja niemanden vermindern hier. Aber wir fahren da gerade mit dem Rad, der Gumprecht natürlich auch. Jetzt fahren wir da rein. Und bis deppert, da ausgenommen Anrainer, Verkehr und Radfahrer. Das heißt, wir dürfen hier natürlich fahren. Wir fahren jetzt mal Heimburg und dann weiter nach Bad Deutsch-Altenburg. Und wir sehen uns dann wieder. So, das war's mit diesem Video. Ich war gerade in der Dusche vom Radfahren. Heute war es wirklich arg. Jetzt wird noch geschnitten und gezockt mit netten Leuten. Und dann gehen wir schlafen und morgen beginnt wieder. Ihr habt es gehört, Daily Vlogs, immer um 10 Uhr am Vormittag wird das Video hochgeladen. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder.